Und damit ist die Invasion zu Ende. Und der Feind hat keinen Roboterfuß auf den Boden gekriegt. Und seine gesamte Armee wird damit vernichtet sein. Der kriegt die Einheiten jetzt nicht mehr zurück. Die sind alle weg. Damit ist die Armee verloren. Tja, Pech gehabt. Aber die Menschen reden noch, zumindest mit uns. Und, naja. Handelssanktionen. Und wir auch keinen Handel treiben. Na gut, vielen Dank für eure Nutzlosigkeit. Typisch. Selbst fiktive Weltraummenschen reden die ganze Zeit nur. Na gut. Hier besetze ich mal wieder ein Kolonistenraumschiff dazwischen. Weil wir bisher ja ständig nur Militär basteln. Ah, endlich. Das Mobilisierungszentrum wird bald gebaut werden. Das wird uns dann die Seele erleichtern hier. Und jetzt im galaktischen Zyklus 102 ist auch unsere Industrie wieder hochgekommen. Ah ja, und wir haben den Mistkerl erwischt, der unser Regierungszentrum zerstört hat. Typisch, ein Spion von unseren Erzfeinden, den WL-517 Paitianern. Und wir kriegen bald in naher Zukunft ein besseres Abtastsystem. Und wir können unsere ultravioletten Laserstrahler erzeugen. So ursprünglich mal eine Photonenstrahler. Und die Beschreibung war halt praktisch dieselbe. Da Photonen allerdings Lichtteilchen sind, sah ich irgendwie nicht den Unterschied zwischen Photonen und Laserstrahler. Also habe ich das mal ein bisschen angepasst, damit das Sinn ergibt. Und nicht nach Star Trek 1.2 aus sich anhört oder so ähnlich. Wie lange dauert das? 8 Runden, gut. Da die Viecher eine große Reichweite haben und recht viel Schaden anrichten für so frühe Waffen, werden wir dann kräftige Umrüstungsmaßnahmen durchführen müssen. Und zwar Level 18 und 8 Runden. Vergleichen wir das mal mit Mathematik. Ah ja, da passiert inzwischen nicht viel. Und hier? Okay, bis dahin könnten wir schon den schweren Kreuzer haben. Das ist schon mal gut. Miniaturisierte Mannschaftsquartiere ist auch sowas Lustiges. Macht genau das, was es heißt. Unsere moderneren Schiffe brauchen weniger Besatzung und deswegen haben wir ein bisschen mehr Platz. Das beißt sich aber ein bisschen mit der Autobaufunktion. Es gibt eigentlich kein Problem, aber wenn wir versuchen, alte Schiffe einfach zu modernisieren, dann haut das deswegen nicht hin. Gibt es ein kleines Problemchen. Aber das ist ja ohnehin nicht schlimm, weil wenn wir da angekommen sind, müssen wir ohnehin so viel Neues in unsere Schiffe stopfen, dass es schneller geht, wenn wir komplett neue basteln. Und den werden wir eine Zeit lang nicht sehen, weil wir gleich danach unseren Klasse 2 Schutzschirm kriegen. Also versuche ich zumindest durchzuhalten, bis wir den haben. Dann können wir nämlich unsere Flotte gleich massiv verbessern und nicht nur ein bisschen. Und wir fangen dann logischerweise mit Systemverteidigungsschiffen an, weil bei denen ist es nicht so schlimm, wenn wir ältere Triebwerke benutzen. Müssen wir auf die nicht warten. Und jetzt mal zurück an die Front. In einer Runde sind wir da und dann verprügeln wir diese KSK-Schwadron. Und dann warten wir auf die Armada, die jetzt ja leider nicht abhauen kann. Und hoffen, dass wir die Transportschiffe zerstören, bevor sie flüchten. Und die sind noch 8 Runden entfernt vom Kriegsgebiet. Aber Gott sei Dank. Noch zwei Runden und wir können zumindest sicher gehen, dass von dort nichts kommt. Und hier macht sich eine KSK-Schwadron von unseren anderen Feinden auf dem Weg. Aber das ist ja nicht schlimm, weil wir können die ja hier umleiten. So, machen wir erstmal so, für den Fall der Fälle, dass die da bleiben. Wenn die weiterfliegen, dann tue ich meine Träger wieder nach Ninsa schicken. Bis jetzt halten wir also hier Stand, da die Menschen es anscheinend bevorzugen, uns mit Spionen zu bekämpfen. Ah ja, genau. Und Finanzen. Na gut, da wir jetzt einen Zwei-Fronten-Krieg stellen, könnte ich eigentlich auf begrenzter Krieg umstellen. Aber ja, da wir noch in der Ausbauphase sind und nicht viel Unruhe haben, bleibe ich lieber auf diesem friedlichen Bereich. Das habe ich mir ja schon angehört. Und ansonsten sind wir noch überall im grünen Bereich. Unsere Bevölkerung ist zufrieden. Und Truppen sind unterwegs. Bodentruppen sind im Aufbau. Was ist eigentlich hier los? Ah ja, hier werden die Werften ausgebaut.
Also mit dem anderen Zeta Gruis Planeten. Ah ja. Welcher von... Der hat eine Regierungseinheit, das heißt, der wird wahrscheinlich, sobald er genügend Bevölkerung hat, in der Lage sein, Mobilisierungszentrum zu bauen. Ah, oder ich rede auch Quatsch. Gut, du baust zuerst ein Mobilisierungszentrum. Danach können wir uns immer noch um Schiffbau hier konzentrieren. Das ist eigentlich wichtiger. Wir haben zurzeit einen Träger nur. Aber es könnte nützlich sein, wenn ich da gleich Schiffe hinbeamen kann. Ah, was wird hier gerade gebaut? Transportschiff, Kolonieschiff. Mobile Infanterie, 3 Runden. Ja, jetzt muss ich erstmal abwarten. Abwarten und Tee trinken. Das ist nochmal mit der... Ah, die Astro-Universität ist noch gar nicht fertig. Es sind 2 Runden. Dann muss ich nämlich daran denken, dass ich die Planeten, die ich selbst kontrolliere, auch den Befehl erteile, die zu bauen. Aber jetzt wird erstmal Krieg geführt wieder. Beans. Ah ja, die greifen den Planeten an. Jetzt gucken wir, was die Menschen machen. Ah ja, angreifen natürlich. Und wir fangen die Flotte ab. Hey, wo seid ihr denn? Hallo. Oh, da sind sie. Da hinten verstecken sie sich. Und weil wir gleich stark sind, zumindest zahlenmäßig, greifen so uns an. Und weil unsere Flotte so schön langsam und schwer bewaffnet ist, müssen wir erstmal umständlich hier um den Planeten rumschwingen. Hier sieht man unseren durchschnittlichen Schaden und Reichweite und unsere Geschwindigkeit. Der Feind ist viel schneller, hat eine die gleiche Reichweite, das heißt, er benutzt ähnliche Waffen. Aber die Feuerkraft ist nur ein Drittel. Nur ein Drittel? Ja, weil er kein größeres ein Schiff einsetzt als Zerstörer. Das ist natürlich dumm. Wir zeigen ihm mal gleich, warum das ein Fehler war, indem wir seine Schiffe in kleine, interessante, geformte Fetzen schießen hier. Und wir kommen gleich in Kampfreichweite. Gleich wird geballert. Angriffsbefehl ist gegeben. Und gleich geht's los. Da kommt der Feind in Reichweite. Und jetzt wird rumgeballert. Panzerungen sind die gelben Zahlen, blau sind die Schutzschilde und rot bedeutet interner Schaden. In dem Fall werden die Schiffe tatsächlich beschädigt. Aha, technologisch scheinen jetzt beide Seiten gleich zu sein. Das heißt, na, wir haben praktisch zuerst die alten Schiffe zerstört und jetzt kämpfen wir gegen die neuen Schiffe. Ah ja gut, jetzt haben wir... Beide Seiten nehmen Schaden, etwa im gleichen Maße, aber da die feindlichen Schiffe alle leichter sind, werden die viel schneller zerstört werden. In der nächsten Runde sind alle Schäden bei uns wieder repariert. Das wird also eine bittere Niederlage für den Feind. Ja, da, die ersten schwereren Schäden. Schutzschilde können sich zwar im Ultima-Mod viel schneller regenerieren als in Vanilla, aber zu viel Trommelfeuer verkraften sie auch nicht. Und wenn durch die Schäden zufällig Schutzschirmgeneratoren betroffen sind, dann ist natürlich auch damit Sense. Und dann wird man einfach nur noch massakriert. Na, die kriegen hier schön Prügel mit unseren Quarkkanonen. Ach ja, jetzt benutze ich wieder den Begriff. Unsere Partikelprojektorkanonen in diesem Fall. Im Prinzip ist immer noch dasselbe, nur der Name ist anders. Feind will sich immer noch nicht zurückziehen. Was auch vernünftig ist, denn schließlich könnten irgendwann die Schussschirme runtergearbeitet sein, wenn sie dann plötzlich versagen, dann ist das Massaker da. Aber es sieht so aus, als würden... Ah ne, bei uns sind noch Schutzschirme da und da sind auch noch welche. Aber jedes Mal, wenn man die roten Zahlen sieht, wird ein Schiff getroffen, dessen Schutzschirme zusammengefallen sind. Wenn natürlich lange Zeit nicht mehr geschossen wird, könnte ein Schiff, das noch nicht zu schwer beschädigt ist, seine Schutzschirme wieder aufbauen. Aber im Prinzip sieht man so, oder die W-Dingster-Paitianer haben so viel Schaden hier drauf gekriegt, aber die sind so erbittert im Kampf gegen uns, dass sie nicht aufgeben wollen. Ah, minus 80, da hat ein größeres Feindschiff gerade was gekriegt.
Wirklich ein Wunder, dass noch kein Schiff explodiert ist. Anscheinend haben unsere Treffer sich überall die ganze Flotte verteilt gleichmäßig. Ja, da sieht man, unser Design ist weit überlegen, obwohl die Technologie anscheinend gleich ist. Und wir haben natürlich die schwereren Schiffe und damit die schwerere Feuerkraft. Und zusätzlich auch noch mehr Waffensteuerung reingetan und weniger Antriebe und damit noch mehr Feuerkraft. Und das zeigt sich jetzt hier schön. Und hier sieht man auch, der Feind benutzt ab und zu noch Laser, wahrscheinlich diese Autobau-Dinge. Super moderne Laser, allerdings leider mit nicht besonders viel Feuerkraft. Und da, er hat sein ersten Schiffchen zerblastert. Zerstörer hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Und da ist eine der Korvetten oder Fregatten explodiert. Und damit ist das feindliche Flaggschiff erledigt und das letzte Schiff wird zerblastert. Das war's. Boom. Ha, totaler Sieg. Damit haben wir die Invasion wieder mal aufgehalten. Sieg. Zweiter Sieg in Folge, aber leider darf die Flotte sich jetzt hier nicht mehr wegbewegen, damit das nicht nochmal passiert. Oh ja, jetzt habe ich schon 2 Stunden lang hier aufgenommen. Ah ja, jetzt haben wir die nächsten Knilche, die uns bombardieren. In 3 Runden kriegen wir ein neues Transportschiff und dann ein Schiff von den Sortenisten. Mal sehen. Am besten baue ich schnell ein paar Fregatten für den Notfall. Die sind wahrscheinlich veraltet, bis ich sie bauen kann. Zitagoris ist 4. Ah ja, gut. 8 Runden. Wenn sie jetzt nicht ständig in Grund und Boden bombardiert werden, können wir bald unsere Schiffe da hinkriegen. Jetzt werden immer mehr Zeug, wird immer mehr Zeug sichtbar und unsere Bodentruppen kriegen mit dem Gaussgewehr eine bessere Waffe. Panzerdurchdringung ist ein bisschen höher und Initiative ist plus 13. Im Vergleich zu dem, was hatten wir vorher? Muss ich ja mal raussuchen, was wir da vorher hatten. Ja, genau, das habe ich ja gerade gesagt. Das Nadelgewehr. Plus 11 Initiative, Panzerdurchdringung plus 1. Ja, das Gaussgewehr ist nicht so viel besser. Im Prinzip eine Art Railgun, die man tragen kann. Elektromagnetische Kräfte, Projektile und so. Das dauert aber noch was, bis das ankommt bei uns. Und jetzt zerblasen wir erstmal feindliche Transportschiffe, die hier ankommen in den nächsten beiden Runden. Ah, die sind nur noch 7 Runden entfernt. Yep, 4 Runden, bis unsere Träger da ankommen. Und das ist auch gut so, weil hier auch die ersten feindlichen Invasionsstreitmächte wieder eintreffen. Gut, Feigur. Das bedeutet viele Milizen. Und der Planet hier wird wahrscheinlich am ehesten angegriffen werden. Schauen wir uns das mal an. Ein Zerstörer. Ne, Quatsch. SZST, schwerer Zerstörer. Ja, genau. Leichter Kreuzer. Hier steht ja, lesen müsste man können, nicht wahr? Gut, die Menschen sind hier anscheinend die vernünftigsten. Weil die haben zumindest ein Großkampfschiff in ihre Schwadron geschickt. Das sind zwar auch gemischt. 2 modernere Schiffe und 2 ältere Schiffe. Ne, Moment, der leichte Kreuzer ist auch modern. Aber die Korvette hier ist alt. Ist also gemischt. Sehr gemischt. Infanterie haben wir noch jede Menge. Stoßtruppen nicht so viel und dann auch noch Meterschifter. Mobile Infanterie haben wir schon ordentlich was. Aber wir machen ja lieber hier eine Infanterie-Korps hin. Das müsste eigentlich genug sein, um einen Kampf standzuhalten. Und Psyops ist eh das Einzige, was wir hier haben. 2, 3, 4. Genau. Das ist das 2. Reserve-Korps. Das mache ich jetzt hier nur zur Vorsicht hin. Und hier auch, Nachbarplanet. Falls die Bodentruppen ein bisschen hässlicher sind als gedacht, muss ich zu Stoßtruppen, zu mobiler Infanterie wechseln.
Menschen, sondern hier Stoßtruppen. Nicht mehr viele. Aber jetzt, da wir mobile Infanterie machen können, ist Stoßtruppen eigentlich das Nutzloseste überhaupt. Dann können wir die hier zumindest einsetzen. Machen wir mal 8, das reicht. Sobald wir dann die Mindestmaßnahmen erreicht haben, können wir auch mal mixen. Bis wir maximal zwei Kampftruppen erreicht haben. Dann haben wir ein gemischtes Korps aus mobiler Infanterie und gestaltwandelnden Stoßtruppen. Und ein paar von denen noch dazu. So, das ist... Ne, das hatten wir schon. So, ihr steht hier nur parat für den Fall, dass der Feind Bodentruppen abwirft. Und eure einzige Aufgabe ist, der ersten Invasionswelle standzuhalten, damit wir den Planeten nicht in einer Runde verlieren. Und dann können wir nämlich den angegriffenen Planeten gezielt verstärken und dann sind sowieso schon unsere Raumtruppen da und blastern die dummen Menschen da weg. Oh gut, die zweite Flotte hat bald Position aufgenommen, dann ist die Front hier gesichert. Dann muss ich nur die Flotte hier endlich in Position bringen und C-File zurückerobern. Aber sobald unsere Fronten nämlich überall sicher sind, können wir auch anfangen, unsere Schiffe zu koordinieren. Dings da, meine ich. Ach, zur Sicherheit schicke ich das Schiff hier hin. Dann haben wir ein bisschen Vorwarnung, falls hier plötzlich Schiffe auftauchen und sich auf den Weg machen. Und sobald wir hier Kolonien haben, müssen wir hier auch Schiffe hinschicken, weil dann merken die da unten auch, dass hier was los ist. Aber bis jetzt haben wir das Problem noch nicht. Und vielleicht haben wir auch Glück und hier tut sich nicht viel und dann ist hier endlich Ruhe in der Ecke. Aber bis jetzt ist immer noch Krieg. Krieg an allen Fronten. Krieg.